Der Shootingstar ist angekommen und stellt Joachim Löw vor ein Luxusproblem. Denn wo soll Kai Havertz im prominent besetzten DFB-Mittelfeld spielen? Wenn der Siegtorschütze aus dem Champions-League-Finale selbst entscheiden dürfte, stünde er in jeder Partie die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Ich möchte Stammspieler sein, das ist ganz klar. Ich glaube, das möchte jeder Spieler. Wenn du hier in so einer Mannschaft bist und eingeladen wirst, dann möchtest du auch spielen, das ist ganz klar. Aber es geht darum, dass man auch manchmal seine eigenen Werte auch manchmal einfach hinten anstellt, weil im Endeffekt ist die Mannschaft im Vordergrund und das gemeinsame Ziel ist im Vordergrund. Und da müssen sich manchmal auch die eigenen Egos so ein bisschen unterordnen. Die Frage ist, welches Ego sich Havertz unterordnen muss. Denn der 80-Millionen-Mann vom FC Chelsea hat nicht nur das Argument des goldenen Finaltores auf seiner Seite, sondern auch seine Vielseitigkeit. Der 21-Jährige kommt im Mittelfeld für fast jede Rolle in Frage. Er kann vom Achter bis zum Außenspieler überall eingesetzt werden, selbst die falsche 9 könnte er geben. Seine Idealposition ist aber das zentrale offensive Mittelfeld. Dort würde er mit Thomas Müller um den Stammplatz konkurrieren. Klar sind Thomas und ich jetzt nicht direkt auf einer Position, aber ich glaube, wir lieben es beide, so im zentralen Mittelfeld zu spielen. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es genügend Systeme, die man spielen kann, dass auch vielleicht auch mehrere offensive Mittelfeldspieler auf dem Platz stehen. Thomas ist ein überragender Spieler, der, glaube ich, über Jahre hinweg das auch zeigt. Und klar sind wir ein Team, muss man ganz klar sagen, aber natürlich sind wir auch Konkurrenten. Ich glaube, ich bin ein kreativer Spieler. Ich lebe so ein bisschen vom Instinkt, von der Kreativität. Habe jetzt über die letzten Monate hinweg auch viele Positionen gespielt, auch im Verein. Und bin da, glaube ich, auch immer flexibel einsetzbar. Außerdem ist Havertz Champions-League-Sieger und damit aktuell ein Weltklasse-Spieler. Oder etwa nicht. Ich bin immer noch 21 und ich glaube, da fehlt immer noch viel zur Weltklasse. Ich glaube, man muss das Niveau über mehrere Jahre hinweg jetzt einfach beweisen, sich zeigen, um dann irgendwann mal vielleicht auch so genannt werden zu können. Das ist, glaube ich, jetzt noch zu früh für mich. Ob Weltklasse oder nicht, Joachim Löw hat ein Luxusproblem. Denn Havertz könnte nahezu überall spielen. Gnabry, Sané, Müller oder selbst Kroos und Gündogan dürfen sich ihrer Stammplätze nicht sicher sein. Das kann der Qualität der Nationalmannschaft nur gut tun.